war wohl so um die 8 Jahre alt, doch ich werde es nicht vergessen. Es war in diesem städtischen Kindertagesheim, nach der Schule immer einlassen. Und wenn's mal wieder so weit war, dass ich sagte, dieses Essen hier ess ich nicht. Denn mit meinen 8 Jahren damals fand ich Blattspinat ganz schön eklig. Dann gab es diese Erzieherin, die mit ihrem selbstgestrickten Wollpulli ankam und immer wieder dasselbe sagte. Komm schon, sei artig, ess alles auf, denn in Uganda verhungern die Kinder. Wir sollten alle viel dankbarer sein, denn in Uganda verhungern die Kinder. Ich hab mich mit meinen 8 Jahren schon so gefragt, was verdammt nochmal das Kind jetzt davon hat. Ob ich diesen ekelhaften Blattspinat esse oder nicht, ob ich ihn esse oder nicht. Sie wollte halt nur, dass wir groß und stark werden, während irgendwo die Menschen sterben, dass wir uns alle gut und sinnvoll ernähren und ihre humanistischen Werte lernen. Ich frag mich, wo sie heute wohl ist, was sie heute wohl macht, ob sie immer noch ihren Pulli hat. Ich mein, es wäre gar nicht mal unwahrscheinlich. Und wenn die Bilder der Tagesschau auf sie einkrachen, wird sie weinen und sagen, dagegen muss man doch was machen. Und wenn es das ist, dass man reichen Kindern erklärt, dass man aufessen muss, wenn irgendwo einer stirbt. Wir sollten alle viel dankbarer sein, weil wir es ja nicht sind, die vor Hunger schreien. Und ihr Gewissen wird sie dann gut schlafen lassen. Lieber 10-mal Verständnis, als 1-mal zu hassen. Und humanistische Werte lernen, während irgendwo Menschen vor Hunger sterben. Humanistische Werte lernen, während irgendwo Menschen vor Hunger sterben. Pazifistische Werte lernen, während irgendwo Menschen vor Hunger sterben. Ab und zu auf Demos gehen, grün wählen, Spiegel lesen, Sting hören, Greenpeace spenden, sich bewusst ernähren.